Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer Überraschung am See und einem absolut genialen Mod, den wir hier spielen. Der Berserker-Mod. Der macht im Grunde nicht viel, also unter Anführungsstrichen nicht viel. Wir kriegen andere Waffen, also Waffen an verschiedenen Stellen. Wir kriegen stärkere Waffen und die Gegnerkonstellationen sind komplett neu durchgewürfelt und es ist verrückt. Falls ihr jetzt zum ersten Mal reinschaltet, haben wir gerade gegen Pesanta, mehrere Wölfe und einen Brute gekämpft, gleichzeitig mit Leon auf dem Dorfplatz. Es war crazy. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was am See auf uns wartet und wie sie denn den Delago-Dorfkampf verändert haben. Da bin ich mal gespannt drauf. Reitet jetzt irgendwie jemand auf dem Delago oder... Ja, come on. Na, von mir aus. Kommt mir gerade ein bisschen wie Verschwendung vor, ne? Aber zwei auf einen Streich lasse ich mir nicht nehmen. Oh, warte mal. Das ist aber nicht lore-konform. Es ist tagsüber. Können nicht rauskommen. Guck, der steht voll im Sonnenlicht. Voll unrealistisch. Okay. Na, das war gar nicht so schlimm. Aber ich befürchte, das war erst die erste Welle, die uns hier erwartet. Sobald ich die Leiter hochkletter, ne? Das hier cheat, also das Spiel cheatet sowieso öfter, was Gegnerpositionierungen angeht. Aber hier an der Stelle am offensichtlichsten. Weil sobald man die Leiter hochgeht, kommt aus der Hütte zum Beispiel ein Gegner raus, auch wenn man die gerade noch durchsucht hat. Und es gibt ein paar Stellen. Wenn man weiß, wo man hingucken muss, wenn man gewisse Sachen macht, kann man manchmal sogar ein paar Gegner spawnen sehen. Im Hauptspiel meine ich jetzt, nicht im Mod. Da weiß ich es nicht. Aber ja. Ja, es ist hier offensichtlich auch so, oder? Oh! David, ich konnte mich aus irgendeinem Grund nicht wegducken. Aber dürfte ich bitte an euch vorbei? Nee, es geht nicht. Ich komme nicht vorbei. Okay, dann vergessen wir es. Dann gehe ich da rein. Dammit. Aber okay. Ah, kommt was raus? Ja, das ist das Gemeine und Gefährliche an diesen neuen Brute-Dorfbewohnern. Weil die können das eben. Die können gleichzeitig ein Brute und ein Plugger sein. Heiliger Bimbam. Der Mod ist immer wieder für eine Überraschung gut. Wow. Leon? Aber die Feuerphysik ist so schön in dem Spiel, dass die einem keine Molotow-Cocktails gegeben haben oder Feuergranaten. Im Remake verstehe ich nicht. Jetzt in dem Mod kriegen wir einen Flammenwerfer, was glaube ich ganz lustig wird. Bin ich mal gespannt. Ah, super. Geht das? Nein, es geht nicht. Das war gerade dumm. Ja, ich dachte, ne? Vielleicht kann ich ihn finishen und bin währenddessen sicher vom Feuer und so. Hat nicht ganz geklappt. Puh, letzter Schuss mit der Pistole.
Oh. What? Zwei davon? Das macht das Spiel irgendwie gern. Die Bella Sisters sind hier im Grunde ganz normale Gegner. Nichts Besonderes. What? Was war das gerade bitte für eine beschissene Teleportation? Der hat mich doch nie im Leben getroffen hier. Was zur Hölle höre ich denn da für Geräusche? Was ist denn los? Was macht der Mod da gerade? Habt ihr das gehört? Das war nicht leicht. Das war absolut bescheuert. Aber ich habe irgendwie lautes Knallen gehört. Das war gerade sehr mulmig. Ich weiß nicht genau, was das war. Eieiei. Eieiei. Mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Un forastero! Was? Geht aufs Haus. Sehr gut. Wer zur Hölle wirft denn hier? Steht hier irgendwo oben und werfen Ästchen, ja? Tatsächlich. Ich meine mit Ästchen übrigens Äxchen. Kleine Äxte. Ich kann nicht... Das kann man unmöglich aussprechen, das Wort. Ästchen. Eigentlich ist es gar nicht so schwer irgendwie. Ne? Jetzt, wo ich es mal richtig gesagt habe, geht's eigentlich. Ästchen. Ach, da... Okay, cool. Naja, gab's ja auch noch einen kleinen Plot-Twist, ne? So, laden wir mal ordentlich durch. Wer weiß, was jetzt noch auf uns wartet. Nix. Okay. Damit habe ich auch nicht gerechnet, muss ich sagen, aber gut. So. Ich wäre mir nicht mal sicher, ob das Spiel Respekt vor Safe Rooms hat, ne? Also es würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwie auch noch in Safe Rooms kämpfen müssen in Zukunft oder so. Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Gute Arbeit. Oh, was kann ich dir Gutes tun? So, die kann weg, das kann weg, die Viper kann weg. Gut gemacht, Fremder. Ich weiß gar nicht, ob ich den roten Krautkoffer will. Ich weiß nicht, warum der so teuer ist. Andererseits finde ich tatsächlich wenig rotes Kraut, ne? Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen.
Naja, ich befürchte, auch wenn es immer wehtut, Messer reparieren ist nicht optional. Und ich denke, wir sollten mal das Scharfschützengewehr noch ein bisschen upgraden, weil dass das nicht auf einen Schuss tötet, ist ein bisschen blöd. Und ich meine, die Pistole benutze ich auch öfter. Na, Schaden kann man immer reinpowern. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Schaden geht immer. Und speichern geht auch immer. Schaden und speichern geht beides immer. So, ich gehe mal schnell da runter. Mal gucken, ob es da irgendwas Nices für uns zu finden gibt eventuell. Na, schon wieder. Ein abgeschlossenes Ding und das Spiel gibt mir keine kleinen Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wo das Spiel die kleinen Schlüssel versteckt. Ich habe alle harten Gegner besiegt. Ich bin nie weggelaufen. Nur auf dem Dorfplatz, die beiden habe ich nicht geschafft. Okay. Aber ansonsten bin ich von nichts geflohen. Boah, ich habe echt ein bisschen Angst vor der Fischfarm. Ich sag's euch ganz ehrlich. Und ich bin sehr gespannt auf den Delago-Kampf. Vor dem habe ich auch ein bisschen Angst. Delago ist so ein bisschen für mich ein sehr nerviger Part, muss ich euch sagen. Also so im, wenn man zum 100. Mal den Delago-Kampf spielt im New Game Plus und er stirbt, also beziehungsweise hat man halt immer nur seine blöden Harpunen. Und man hat einfach nicht die Möglichkeit, dass man irgendwie die Harpunen upgradet oder seine verbesserten Waffen mitnimmt. Und es ist immer wieder genau das Gleiche und so. Das finde ich ein bisschen frustrierend. Aber hey, mein Gott, so schlimm ist er auch wieder nicht. Zumindest ist er nicht so lange. Ich hab gelesen, es gibt einen Trick. Es gibt so einen kleinen Glitch, den man gegen den nutzen kann. Ich kann den aber nicht, ne? Das war nach meiner aktiven Resident Evil 4 Remake-Zeit, sage ich jetzt mal. Man kann anscheinend irgendwie, wenn man es genau richtig macht, die Harpunen immer wieder, also nicht gezielt halten, sondern quasi aufhören zu zielen und dann wieder neu zielen, nachdem er geworfen hat. Und dadurch kann man anscheinend die Frequenz, in der man die Harpunen wirft, deutlich erhöhen mit der richtigen Tastenkombination, dem richtigen Timing. Aber das wurde erst sehr viel später entdeckt, als ich mit meinem S-Plus-Run und so schon durch war. Und ich habe es nicht mehr mir genau angeguckt und habe es nicht gelernt. Und ich werde es jetzt auch nicht machen. Gucken wir mal, ob irgendwie der Kampf in dem Mod hier so krass wird, dass ich gezwungen bin, das zu lernen. Dann schaue ich mir das gerne nochmal an. Aber bis dahin. Das ist mir noch nie aufgefallen. Steckt da schon immer ein Schwert in dem Schädel? Ich hätte jetzt gerne die Schwerter, die da stecken. Hey, gehen wir mal auf den Schießstand. Es gibt keinen Schießstand. Es gibt keinen Schießstand in dem Mod. Okay. Ich hätte nämlich gern, ich habe mir nämlich gedacht, so ein paar Kofferanhänger wären vielleicht schon nützlich hier. Aber es gibt keinen Schießstand. Da frage ich mich jetzt, ob die Kofferanhänger eventuell in dem Mod anders ausgeteilt werden. Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Dass man irgendwelche speziellen Gegner besiegt und die droppen dann Anhänger für einen oder sowas. Ha. Naja. Hilft nichts. Auf in die Fischfarm, die ich schon im normalen Spiel auf Profi und so schon. Also ich. Mittlerweile bin ich gut klargekommen, aber das war eine Passage, die fand ich immer wieder gruselig in den Runs. Wenn man dann mal weiß, wo man hin muss, kann man da relativ gut durchlaufen. Aber in dem Fall will ich ja diesmal eben gerade nicht einfach so durchlaufen. Damit. Ich höre schon den Brood. Wenn ich den sehen würde, bevor wir einbrechen, das wäre der Hammer. Oh. Nee, das ist ein Stock. Aha. Aber du bist auch kein Brood? Na. Können die hier hoch? Kommen die zu mir? Wenn die wollen, dürfen die zu mir. Ich habe gar nichts dagegen erstmal. Ich kann mich hier gut zurückziehen und so. Ach, guck mal.
dürfen anscheinend die Leiter nicht hoch. Aber sie versuchen es. Ach, das ist gut. Der Mod spawnt ein bisschen zu früh anscheinend. Auf den muss ich aufpassen. Der kann seine Sichel werfen, wenn er will. Ach komm. Was war denn das für ein Schuss? Aber der Brute ist ziemlich kaputt, ne? Okay. Zwei auf einen Streich. Das tapfere Leonlein. Okay, na dann gehen wir in die Arena rein, würde ich sagen. Jetzt hilft's nichts mehr. Ich denke, das hat uns eh schon einen guten Vorteil hier verschafft. Verdammt nochmal. Boom Forest. Oh, okay. Ah, tot. Cool. What? Dynamitwerfer können unsere besten Freunde sein. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Ich finde tatsächlich axtwerfende Gegner schlimmer wie dynamitwerfende Gegner. Okay, und die finde ich vielleicht noch. Moment mal, Instant Death? Was ist da passiert? Naja, gut. Beschwer mich nicht. Nehmen wir mit. Oh nein. Haben die wirklich keinen Loot gedroppt oder ist der despawned, weil ich zu lange gebraucht habe? Das tut mir ein bisschen im Herzen weh. Jetzt gucke ich aber vorsichtshalber kurz, ob der Loot vielleicht eventuell nicht so unter denen irgendwie gespawnt ist, versehentlich. Sieht nicht so aus. Naja, hätte ja alles sein können. Armbrust. Gemeinheit. Noch wer? Okay. Die Musik ist ja so weird entspannend, findet ihr nicht? Der Schuss war gerade böse. Entschuldigung. Der war unter die Gürtellinie. Ah, das ist schön, Leute. Es ist fast ein bisschen, als würde ich zum ersten Mal Resident Evil 4 spielen. Ne, ich meine, ich kenne natürlich die Gebiete und so weiter. Ich weiß schon auswendig natürlich der Reihe nach, was kommt und so. Aber die neue Gegnerbestückung macht das schon nochmal irgendwie spannend. Weil man weiß halt wieder, oh, so wie jetzt gerade, nicht, was das Spiel für einen bereithält. Ja, Hubschrauber, dann ducke ich mich halt. Kleiner Propeller-Gegner. Danke.
Ah. Gemeinheit. Ach, come on. Ich habe sogar mein Messer gezogen. Ihr habt's gesehen, oder? Gibt's ja nicht. So. Den haben wir auch. Schon langsam wird's ruhiger hier, habe ich das Gefühl. Oh, ich hätte es beinahe übersehen. Ey, ohne Witz, aber was... Also, ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, wie das mit Ashley wird, in den Ashley-Passagen. Oh mein Gott, die Ashley-Ritter-Rüstungspassage. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber auch ansonsten, wenn Ashley einfach nur dabei ist. Hey, es hört sich so an, als wäre hier irgendwo ein mutierter... Oh Gott! Ja, hat sich so angehört, ne? Oh Gott, ey. Das Spiel ist gut. Also ich meine, das Spiel ist halt auch eben wirklich großartig. Das Gameplay macht brutal Spaß. Es ist einfach ein tolles Spiel. Und das jetzt quasi durch den Mod nochmal... Ich will auf keinen Fall sagen, versteht mich nicht falsch, dass der Mod besser ist als das Hauptspiel. Ne? Auf keinen Fall. Die Gegnerkonstellationen machen teilweise nicht so viel Sinn. Es ist nicht so gut aufeinander abgestimmt. Die Arena-Kämpfe im Originalspiel sind schon wirklich... sehr fein getuned, ne? Also, versteht mich nicht falsch, aber als jemand, der das Original halt in- und auswendig kennt, ist das hier schon einfach sehr, sehr nice. Sehr lustig und sehr cool und sehr clever und abwechslungsreich. Konnte man schon immer Fische stacken? Huh. Nee, oder? Man konnte doch keine Fische stacken. Naja, jetzt kann man Fische stacken. Was machst du denn da hinten? Wie bist du da hingekommen? Und wie soll ich an den Loot kommen, den du jetzt gleich droppen wirst? Das ist ja mal gemein. Hey, die Bären fallen in dem Mod sind eher schon fast so ein bisschen Slapstick, ne? Ich höre irgendwie eine Schlange. Ah ja, komm her. Dich nehmen wir mit. Brauchen wir für die Händlerquest. Okay, ich denke, wenn ich jetzt da reingehe, dann beginnt die zweite Runde. Ich wollte gerade sagen, ich höre eine sehr laute Sprengladung, aber ich sehe nichts. Hä? Hier ist aber normalerweise keine Schreibmaschine, oder? Okay, wir haben das Bootsbenzin. Das ist doch schon mal was. Deswegen sind wir hier. Keine zweite Runde. Schluck auf. Kein Schrei. Kein Unforastero. Ha, okay. Gut, muss sie nicht sein. Nehme ich. Nehme ich dankend an, die Ruhe. Oh nein, ich habe ein Vogelnest übersehen. Ah. Aha. Wen haben wir denn da? Ein einsamer, verwirrter Kerl. Merkt nicht mal, wenn er beschossen wird. Ich wollte gerade sagen, der verwandelt sich jetzt bestimmt, aber nee, netterweise nicht. Aha. Da höre ich sie. Aber wo? Hallo? Wo seid ihr? Kommt ihr jetzt da hinten hochgeklettert? Ja. Oh! Was? Was machst du denn hier?
Mit dem habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Es wäre auch zu schön gewesen, ne? Oh, böse. Es nimmt kein Ende. Ich glaube schon, Leon. Und Ende. Guck. So, ich habe gesehen, dass hier noch eine Schlange rumschlängelt. Die packen wir ein. Oh. Ah, okay. Inventar wird schon langsam voll. Aber wir können bestimmt noch ein bisschen was craften und kombinieren, wenn es sein muss. Ach, ist das herrlich. Ist dieser Berserker-Mod jetzt schön für mich. Sowas habe ich mir immer gewünscht. Ey, ein Resident Evil 4 Remake Randomizer wäre für mich auch sehr schön. Aber was ich ultimativ geil fände, ist, wenn man aus Resident Evil 4 Remake ein Roguelike machen könnte. Das würde, finde ich, so gut funktionieren, so gut passen. Man weiß nie, welche Waffen man kriegt, welche Ressourcen man kriegt und ob der Run gut wird oder nicht, ne? Und ob es möglich wird oder nicht. War da gerade irgendwas ganz dicht hinter mir? Was zur Hölle ist das? Ach, hau ab! Hau ab! Die haben hier einfach so einen Spinnplagger ins Wasser gesetzt. Habe ich gerade überhaupt nicht gecheckt, was das sein soll. Es hat mich voll ausgefreakt. Ich dachte, da kommt irgendein Fisch auf mich zugeschwommen oder so. Piranha-Shit oder was ist jetzt los? Mein Gott. Hab mich das gerade fertig gemacht. Für einen kurzen Moment war ich so, holy fuck, was zur Hölle? Okay. Gut, Leon, gehen wir nochmal speichern, oder? Und dann kommt Delago. Den machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bin ich gespannt drauf, was sie sich da haben einfallen lassen. Stelle ich mir sehr viel schwerer zum Modden vor, weil, ich weiß nicht, die können hier nicht einfach zwei Delagos in den See setzen oder sowas, ne? Und irgendwie Kettensägen-Personen auf den Delago draufsetzen, macht auch nicht so viel Sinn. Vielleicht stehen irgendwo am Ufer noch Armbrustschützen rum und schießen auf mich oder so, ich weiß es nicht. Bin ich gespannt. Aber gut, wir werden es in der nächsten Folge rausfinden. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.